Guten Morgen zusammen, herzlich willkommen zu Vlog 151. Wir nähern uns schrittweise den 20.000. Viel Spaß dabei! Guten Morgen zusammen. Schau ich das an. Der Wächter. Bist du ein Silo-Wächterhund? Bist du ein Silo-Wächter? Wie er immer guckt. Weil irgendwas ist, was ihm nicht passt. Was passt dir nicht? Herr Hundi. Was passt dir nicht? Was passt dir nicht, Hundi? Hm? Er denkt sich mal, leck mich doch am Arsch. Jetzt filmt er schon wieder. Na? Ja. So, nachdem der Boulderabend schon so groß, so heldenhaft war, haben wir heute Hochzeit noch vom Metzger. Und Silo müssen wir gar herrichten. Da ist noch ein bisschen so Gammelgras. Das war so trocken und haben wir schlecht verdichtet gekriegt. Also das ist die Heulage. Ich denke, wenn du super verdichtet kriegst, wie die Siloballen, ist Heulage schon gut, aber ich glaube jetzt gerade im Silo ist es schwierig. Genau, müssen wir noch rausräumen, ein bisschen das Altmetall weg. Genau, dann haben wir hinten zwei Container, die habe ich jetzt letzte Woche verkauft. Gehen Richtung Ansbach. Also sorry für alle anderen. Mit Inhalt verkauft. Also, Marc, Grüße. So, die machen es richtig da oben, die fliegen fort. Und wir Ochsen arbeiten die ganze Zeit. Schuhe durch. Also, schnell zusammenkratzen, Biogas füllen. Dann fräsen. Ne, Hundi? Hundi! Habt ihr übrigens schon die Hundi-Tassen im Online-Shop gesehen? Ah, ist ja wieder so. Also, eigentlich war jetzt UBS echt super, aber ich glaube, unsere Kakaos sind bockschwierig zu versenden. Wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, möglichst wenig Kunststoff zu verwenden. Jetzt hat unser Becher halt nur knappe 4 Gramm Kunststoff. Ist damit sehr dünn. Also jetzt muss ich mal noch ein bisschen am, oder bin noch ein bisschen am schauen, dass wir eine gescheite Transportverpackung haben. Oh, schau es an. Geil. Und was mega Zeit wird, ist, dass unsere Kehrmaschine wieder kommt. Das regt mich auf, echt, wenn der ganze Betrieb so angesifft ist. Aufruf, ne? Also, was heißt? Zwei.
oben am Tor. Und es sind auch die, die sobald du das Tor aufmachst, dann schnell hinsappen und schnell hinaus. Naja, also, gilt ja wie jedes Mal, abonnier den Kanal! Und teilen und liken, also unbedingt, unbedingt teilen und liken. Dass dann auch die, zum Beispiel die letzte Schimpfkanonade richtig ankommt. Genau. So, nächste Woche muss ich dann noch schauen, dass man noch ein paar unterschiedliche, noch weitere Produkte in den Onlineshop einpflegt. Weil zum Beispiel unsere Joghurt-Drinks, die sind euch ja immer vorenthalten und die Sondersorten auch vorenthalten. Liegt ein bisschen daran, dass wir da leider nur weiße Becher haben aktuell, weil es so bockschwierig ist, Material herzulegen. Genau. Und wir haben neue Gästesorten gemacht, die muss ich auch noch online stellen. Das heißt neu. Wir haben jetzt auf Svens Wunsch. Ach nee, der wollte Chili. Ach verdammt, doch Chili haben wir. Eben, wir haben Chili gemacht und rosa Pfeffer. Da bin ich mal gespannt. Und dann sind wir jetzt noch dabei. Das ist so ein Ergebnis aus. Was ist das? Wird es in Dannhagenlöff gekauft? Ei, ei, ei. Wo ist stehen geblieben? Ja, ein Ergebnis vom Polterabend. Und zwar haben wir da den Braumeister von der Loscher kennengelernt. Und wir machen jetzt dann mal. Wir probieren es zumindest, Bierkäse zu machen. Wir müssen mal gucken, wie das Zusammenspiel ist. Nicht, dass wir uns da Hefen oder sowas mit reinziehen. Aber ich glaube, das kriegen wir in den Griff. Und dann wird es ein geiles Produkt. So, und ich glaube, ich muss jetzt mal wieder so eine. Achtung! Achtung, Achtung, Achtung! Der Himmel sieht mega aus. Da bräuchte ich jetzt wieder meine Nikon D810. Dann mein Sigma Art drauf und ich Ochse, habe das vor ein paar Jahren verkauft. Vor zwei, drei Jahren habe ich es verkauft. Wartet. Zambesi. Das ist echt immer geil, aber hier musst du die Farben pimpen und im Original ist es halt einfach nur geil. So, einmal zurückfahren und dann kippen wir da mal voll, dass wir heute Ruhe haben. Genau. So, bis gleich. Hallo zusammen. Also viele Grüße an Markus und Tobi, ich habe nämlich ein Paket bekommen, also vielen Dank. Ich habe schon mal aufgemacht und zwar habe ich mich beschwert, dass die 13er Schlüssel immer weg sind, ne? Zu geil. Also Markus und Tobi, vielen Dank dafür. Das freut mich, würde jetzt gleich mal einen in den Einsatzort bringen. So, guten Morgen. Warte mal, sieht wieder was aus dem Chaoslager. Also, jetzt fangen wir das Packen an. Viel Spaß dabei. So, wo muss man heute nach Arzfeld? Ja. So, wie immer gibt es eine Karte dazu. Genau mein Geschmack. Ja.
Da spreiselt es mir alles, seht ihr das? Bah. Katze, hinaus mit dir! So, also wir packen jetzt noch ein paar Pakete ein und dann geht heute wieder ein bisschen Produktion in die ganze Republik. Viel Spaß! So, jetzt müssen wir mal ein wenig handschaufeln da. September, immer noch Flipflops-Zeit. wenn die Häckslerfahrer und die Fahrer nicht fahren können, verstehst, dann sind wir da geneigt dazu, dass wir das da machen. Das hat sich rendiert. Ein 20er am Acker gefunden, na geil. Das, wenn sie mal alles selber machen müssen, müssen sie sich nicht machen. Und an denen mal ein bisschen aufpassen. Also, bis gleich. Guten Morgen zusammen. Naja, wir haben eigentlich schon guten Mittag. Ich habe noch eine etwas angekratzte Stimme. Es war ein hartes Wochenende, weil der Metzger Bolderarm gehabt hat und er hat gemeint, der muss 40 Jahre alten Schnaps, den wir da immer geschenkt bekommen. Also ja, das ist eigentlich geil. Zum ersten Lockdown ist so eine echt ganz geile Partnerschaft entstanden zwischen Goldjunge, Michi Moosmeier und uns. Und jetzt mittlerweile auch Loscher. Ja, und beim Goldjungen arbeitet jemand, der hat alles Haus gehabt. Und da gibt es im Keller Schnaps. Und den bringt er immer mit. Also, man weiß nicht so, wo er herkommt, aber schmeckt geil. was soll ich jetzt noch sagen? Ja, und dann habe ich den Braumeister, den ersten Braumeister von die Loscher noch kennengelernt. Da musste ich natürlich das ein oder andere Bier trinken. Also insofern ist meine Stimme noch etwas rauchig. Ja, wir müssen jetzt dann das Silo ein bisschen abdecken
damit wir wieder Gras für die Kühe haben. Und hauen die Sandsäcke schnell runter. Dann geht's weiter. Dann haben wir heute noch, ich habe einen Termin, den ich nicht halten kann. Wir werden es nachholen. Aber ihr würdet uns ja vor der Presse würdig vertreten. Und dann haben wir noch, heute Nachmittag mal eine Führung. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit der Stimme hinkriege, aber egal, geht irgendwie. Und dann fangen wir die Wintersorten des Produzieren an, also die Weihnachtssorten. Und zwar Zimteis, wie geil ist denn das bitte? Ich habe jetzt schon total Bock drauf. So, also hauen wir die Sandsäcke mal runter. So, jetzt nochmal zu meinem ernsten Wort am letzten Vlog. Ich glaube, wir in der Landwirtschaft müssen eins noch lernen. Vielleicht lernen wir das nur über diese Härte. Na, bleibst du jetzt stehen? Wir müssen einfach noch mehr zusammenarbeiten. Die Industrie macht es ganz, ganz, ganz krass vor. Ich höre mir sehr, sehr oft den OMR-Podcast an. Kann ich jedem nur empfehlen. VW-Vorstandschef. Das ist wurscht. Die schreiben für die anderen die Software. Die anderen nutzen die Software von denen. Ich wage mal eine harte These. Wir werden erst bessere Preise bekommen, wenn wahrscheinlich, also gefallen tut mir die Aussage nicht, aber wenn wahrscheinlich noch 90% der Landwirte aufgehört haben. Erst dann würden wir vielleicht einen Engpass herstellen. Ich weiß es nicht genau. Also das ist vielleicht eine harte These und mir taugt das auch überhaupt nicht. Aber wenn ich sehe, wie krass diese Konzerne ihre ganzen Produktionskapazitäten zusammenziehen bzw. noch mehr spezialisieren, dann ist es bei uns erst der Anfang. Aber ganz, ganz krass der Anfang. Ich glaube halt, dass man da noch viel mehr zusammenschaffen muss. Flächen vergrößern. Auch wenn es für den einen oder anderen Bauern hart ist und wenn es dann den Vlogs weniger Maschinen gibt. Maschinengemeinschaften, Maschinen, die müssen laufen, laufen, laufen. Stur durch. Nein, da ist die Werbe, da ist die Industrie dahinter natürlich schon ziemlich krass. Also man muss sich nur mal vorstellen, das sind keine aktuellen Zahlen, aber ich glaube, es waren weltweit 3.500 Hektar verkauft. Ich glaube, das ist schon 6 oder 7 Jahre her, die Aussage von einem Glasverkaufschef. Und 700 sind dabei in Deutschland. Also und jetzt schauen wir unsere Ländergröße an. Wir haben noch zu viele Maschinen, wahrscheinlich. Das, was uns teuer macht. Ich glaube auch, dass wir im Süden da viel weiter hinten dran sind als im Norden. Ich habe unser Güllefass damals aus. Boah, wo war denn das? Holländische Grenze, ich glaube zu Bommel waren es 30 Kilometer oder so. Dann habe ich gesagt, ich glaube, wir setzen im Jahr und den Terragado in der Gülligan-Gemeinschaft, wo wir drin sind, setzen wir 35.000 Kubik ein. Da hat er das Lachen angefangen. Der sagt, wenn bei ihm eine Maschine nicht 6-stellig Kubik ausbringt, ein Güllefass oder ein Selbstfahrer, dann überlegt er gar nicht. Also, dann weiß man, wie krass wir da noch dran arbeiten müssen an der Flächenstruktur, auch wenn es keiner hören will. Und auch an der Zusammenarbeit. Ich mache mir jetzt solche Aussagen natürlich super beliebt, ne? Aber ich glaube einfach, das ist unser Problem. Und ich glaube, wenn jeder Landwirt im Jahr 5.000 Euro in Werbung investieren würde, zusammen, dann würde was vorangehen. Ich glaube halt, dass sowas wie die CMA war da schon ganz gut. Und es ist eigentlich scheiße, dass wir den nicht mehr haben.
Man muss sich bloß überlegen, wo platziert Müller Werbung? 20.15 Uhr im Fernsehen. Warum machen das die anderen nicht? Verstehe ich nicht. Naja, also, deck mal weiter ab. So, jetzt müssen wir schnell die Ratschen holen, weil meine Akkubaumaschine war im Regen gelegen. Super. Also, bis gleich. Sieh dir mal ein wenig an. Hey, ich hab Dreck auf der Linse, das gibt's doch gar nicht. Es sieht immer ein wenig anstrengend aus, ist auch manchmal anstrengend, aber ich habe den Eindruck, also für mich, das geht schneller, viel schneller. So. Übrigens, wenn ihr denkt, das war fast forward, ne? Ich tue immer so schön Silo abdecken.